Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App mal wieder, der App Budget Flow Haushaltsbuch. Die App ist grundsätzlich gratis. Es gibt In-App-Käufe, nämlich entweder im Abo-Modell, das ist dann pro Monat, wenn ich das richtig sehe, genau, 4,99 pro Jahr, 29,99 oder Lifetime-Lizenz, im Prinzip 69,99. Die App gab es neulich, habe ich bei MyDeals gesehen, gab es diesen Lifetime-Lizenz In-App-Kauf gratis, das nur um das vorwegzuschicken. 21,4 Megabyte groß ist die App und bei 8 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,5 von 5 Sternen. Der Name der App sagt ja im Prinzip schon das, was die App macht. Es ist halt ein Haushaltsbuch. Und zwar steht hier dann Folgendes: Mit Budget Flow behältst du deine Einnahmen und Ausgaben im Griff und verwaltest sie mühelos. Diese moderne und benutzerfreundliche Haushaltsbuch-App ist schnell eingerichtet, erfordert keine Registrierung und kann sogar offline genutzt werden. Budget Flow ist die App für alle, die ihre Finanzen effizient verwalten möchten und dabei Wert auf hohe Datensicherheit legen. Achso, iOS 16.0 oder neuer, beziehungsweise macOS 13.0 oder neuer wird erfordert. Die Highlights der App sind folgende: Übersichtliche Finanzverwaltung, Kontostände, Bilanz, Transaktionen im Blick behalten, Dashboard mit zahlreichen Widgets, Anpassung des angezeigten Zeitraums für die gesamte App, Erstellung mehrerer Konten und Kategorien, Personalisierung mit Symbolen, Emojis und Farben, Organisation von Kategorien in Ordnern, einmalige und wiederkehrende Transaktionen, integrierter Taschenrechner für präzise Eingaben, automatische Umrechnungen in mehr als 150 Währungen, Hinzufügen von Fotos, Orten und Notizen, Scannen von Belegen inklusive automatische Auswertung, Erinnerungen für geplante Transaktionen, Budgetplanung wird unterstützt, Datensicherheit, Face-ID, Touch-ID, Passcode, Unterstützung, keine Anmeldung, erforderliche sichere Datenspeicherung, teile Daten über iCloud, um mit mehreren Personen zusammenzuarbeiten, unterstützt mehrere Haushaltsbücher und Nutzer. Weitere Funktionen sind Apple Watch App inklusive Komplikationen, Mac App inklusive Tastaturunterstützung und Kurzbefehle, Siri Shortcut Unterstützung, Im- und Export von Daten per CSV-Datei, nahtlose iCloud-Synchronisation, responsives Design inklusive Dark Mode und so weiter. Hier steht dann nochmal zu den In-App-Käufen: Budgetflow können kostenlos heruntergeladen werden. Einige Funktionen erfordern ein optionales Abonnement oder den einmaligen Kauf der Vollversion. Was das genau ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, neulich gab es diese Lifetime-Lizenz gratis. Die App an sich ist sehr, sehr, sehr hübsch gemacht. Finde ich, sieht wirklich gut aus. Es gibt auch irgendwie, wenn ihr was eintragt, gibt es denn Vorschläge, in welche Kategorie ihr das einsortieren wollt und so. Auf der Apple Watch, das habe ich nicht ausprobiert, aber sieht auch auf den Screenshots sehr gut aus. Wäre ich hauptsächlich im Apple-Universum, mit Mac, iPhone, iPad und oder Apple Watch, dann wäre Budget Flow Haushaltsbuch ja höchstwahrscheinlich die Haushaltsbuch-App meiner Wahl. Abo-Apps mag ich persönlich nicht gern, wisst ihr. In diesem Fall würde ich sogar sagen, wenn man das regelmäßig nutzt, wenn sich das wenn es einem hilft, da echt einen guten Überblick zu haben, dann lohnen sich diese 30 Euro mir tatsächlich. Ja, dabei bleibe ich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.